Martin Luther, als deine Zinnfigur, als deine Statue, als Playmobil-Figur. Herzlich willkommen zur mobilen Kanzel am Wochenende nach dem Reformationstag. Ich will Ihnen einmal eine kleine Episode aus der Reformationsgeschichte heute in der mobilen Kanzel vorstellen. Ein kleiner geschichtlicher Exkurs, um zu sehen, was Martin Luthers Wirken mit unserem Leben heute zu tun hat. Geben wir uns einfach mal auf Zeitreise über 500 Jahre zurück, in das Jahr 1512. Damals war Roßla ein etwas größeres Dorf. Die Kirche, die man hier so schön sieht, die gab es noch nicht. Und es gab natürlich auch kein Schloss. Die Bevölkerung, das waren weitgehend Bauern. Einige Handwerker gab es damals auch im Jahr 1512 hier in Roßla. Aber die meisten Bauern, man schätzt so ungefähr 90% der Bevölkerung, die waren keine selbstständigen oder eigenen Bauern, sondern sie waren abhängig. Hier das eine Seitenportal der Roßlaer Kirche, es zeigt den, der auf dem Thron zu Gericht sitzt. Und so haben sich die Leute Gott vorgestellt. Als den unbarmherzigen, strengen Richter, der über alles urteilt, wie wir Menschen leben. Vor diesem Gott haben sich die Menschen gefürchtet. Also keine Zuversicht, sondern eher Angst war das vorherrschende Thema. Angst vor einem Gott. Und die Menschen konnten es ja gar nicht wissen. Hier in der Bibliothek, im alten Archiv, da findet sich eine ganz interessante Bibelausgabe, die auch ungefähr aus der Zeit stammt, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Sie ist schon vom Buchdruck geprägt, aber es ist eine Bibelausgabe, die komplett auf Latein ist. Und wer konnte das schon lesen? Wer kannte die Geschichten, die da drin stehen? Hier in der Bibliothek, da sieht man aber noch etwas anderes. Es gibt eine alte handschriftliche Aufzeichnung, ein Buch, wo niedergeschrieben ist, was alles so geschehen ist. Und dort wird berichtet, dass es in der Grafschaft Stolberg einen Butterbrief gibt. Auch wenn dieser Kalender aus dem Jahr 2021 ist und nicht aus dem Jahr 1512, kann man daran doch gut sehen, was es mit den Butterbriefen auf sich hatte. Denn es gab damals zwei große Fastenzeiten. Die eine Fastenzeit, die kennen wir bis heute, von Aschermittwoch an, 7 Wochen bis Ostern. Das wäre in diesem Jahr vom 17. Februar, den ganzen März über, bis zum Anfang April, 7 Wochen, wo gefastet werden muss. Und die zweite Fastenzeit, die ist ziemlich in Vergessenheit geraten, die gibt es noch so ein bisschen rudimentär als Adventszeit. Aber auch 7 Wochen vor Weihnachten, vom 12. November an, war ebenfalls eine Fastenzeit. Und auch das sind fast 7 Wochen. Für beide große Fastenzeiten und noch für etliche Tage und sogar Wochen zwischendrin, da galten strenge Regeln. Die Menschen mussten, so könnte man eigentlich sagen, als Veganer leben. Aber nicht, weil sie es wollen oder aus freier Entscheidung, sondern sie mussten es aus Angst vor Gott. Denn das wurde ihnen angedroht, wenn sie nicht die Fastenvorschriften ordentlich einhalten. Dann sündigen sie. Stellen Sie sich einmal vor, Sie frühstücken. Sie haben ein Brötchen und es kommt Butter drauf und dann Marmelade. Sie freuen sich über ein gutes Glas frischer Milch. Und nach dem Frühstück, da gibt es noch einen Joghurt, weil dann startet man gut in den Tag. Was für mich irgendwie selbstverständlich ist, dass man mit Butter sein Brot belegt, das war in den Fastenzeiten damals im Jahr 1512 streng verboten. Ich gebe zu, auch ich könnte ohne Milchprodukte auskommen. Ich würde es nicht wollen, aber es würde funktionieren.
Denn das Eiweiß, was der Mensch braucht, das können wir ja in heutiger Zeit auch auf andere Art und Weise zu uns nehmen. Wenn ich keine Milch mehr trinken dürfte, dann gäbe es heute ganz andere Möglichkeiten. Ich könnte einen Trink aus Hafermilch zu mir nehmen. Ganz biologisch, ohne irgendwas Tierisches. Oder ich könnte natürlich auch Mandelmilch trinken. Und natürlich ein guter Sojatrink, auch das wäre möglich, dadurch die Milch zu ersetzen. Es gibt noch einige andere Möglichkeiten, wenn man sich bewusst vegan ernähren will in dieser Zeit. Es ist auch gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber nun stellen Sie sich einmal vor, wie es den Bauern ging damals vor 500 Jahren. Da gab es kein Soja, da gab es keine Techniken, um aus Hafer Milch zu machen. Und wenn man keine Milchprodukte hatte, im Übrigen hieß das früher eigentlich nicht Kuhmilch, sondern es war meistens Ziegenmilch, wenn man seinen Kindern keine Milch zu trinken geben konnte, wenn man die Milch nicht haltbar machen konnte in Form von Butter, wo man dann Energie und Eiweiß zu sich genommen hat, was sollte man tun? Dieses Fastenverbot, keine Milch und keine Milchprodukte zu sich zu nehmen, also die strenge vegane Ernährung, die war für die Menschen vor 500 Jahren eine absolute Katastrophe. Also was sollten die Menschen damals tun, die irgendwie ihre Kinder ernähren mussten, die Eiweiß brauchten? Und da kommt dieses alte Buch mit dem Butterbrief wieder ins Spiel. Denn es wird berichtet, dass im Jahr 1512 man in der ganzen Grafschaft Stolberg Butterbriefe kaufen konnte. Da konnten sie als armer Bauer einen Ablassbrief erwerben, der ihnen und ihrer Familie gestattet, Milchprodukte zu trinken. Also, dass ihre Kinder genug zu essen haben. Und dieser Butterbrief, der Ablassbrief von dem Fastengebot auf alles Tierische zu verzichten, der kostete 1 Groschen und 1 Heller. So ist es überliefert. Wahrscheinlich gab es den in jedem Jahr, aber nur aus dem Jahr 1512, kurz vor der Reformation. Da hat man das hier in der Grafschaft Stolberg, wo Roßla dazugehörte, wirklich greif- und sichtbar. Und das führte dazu, dass eigentlich fast alle, die ganze Bevölkerung, sich einen Butterbrief gekauft haben. Im Übrigen, das Geld, was durch den Butterbrief einkam, das floss zur Hälfte an den Erzbischof in Halle, der sich dort die Residenz ausbaute, die heutige Moritzburg, die also auch mit den Butterbrieferlösen aus Roßla, aus der Grafschaft Stolberg gebaut ist. Und die andere Hälfte, die durfte Botho der Glückliche, der Stolberger Graf, behalten. Und er hat sie, so ist im Jahr 1512 ist überliefert, in den Brückenbau gesteckt. Also ein Butterbrief, ein Ablassbrief. Und dann hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Naja, historisch waren die Thesen anfangs auf Latein eher für die Gelehrten, und ob er sie wirklich genagelt hat, das ist ja eine andere Frage. Aber in seinen Thesen, da war ihm eines wichtig. Nicht nur, dass es falsch ist, für Geld sich freizukaufen von Geboten, sondern die Gebote an sich stimmen schon nicht, weil wir an einen Gott glauben, der nicht der zornige Gott ist, sondern einen Gott, der voller Liebe auf uns Menschen schaut. Der Thesenanschlag im Jahr 1517. Wir haben vor 4 Jahren auch eine Lutherlinde in Erinnerung daran gepflanzt, hier mit dieser Steintafel, dass man sich erinnert an dieses Ereignis damals. Aber für die Menschen, da war Wittenberg weit. Und 1517 hat hier in Roßla noch niemand was von der Reformation gemerkt. Es gibt aber 2 Daten, die dann wichtig sind. Im November 1521, da wird das erste Mal in der Grafschaft Stolberg in der Martini-Kirche im Gottesdienst das Evangelium auf Deutsch gelesen. Was uns so selbstverständlich vorkommt, das war damals eine absolute Neuerung. Von Anfang an war die Reformation nicht nur etwas, was in der Kirche seinen Platz hatte, sondern dort, wo die Menschen sind. Und das zweite wichtige Ereignis
was hier im Südharz in Roßla mit der Reformation verbunden ist, das war die Abschaffung des Butterbriefes. Botho der Glückliche hat 1522 verfügt, dass man in seiner Grafschaft keine Butterbriefe verkaufen darf und dass das Essen von Milch, von Ziegenmilch, von Butter, von Milchprodukten in der Fastenzeit möglich ist. Also plötzlich war bei den armen Bauern, die nicht viel hatten, erlaubt, dass es Milch gab, dass man Butter essen konnte und was man sonst noch alles so herstellen kann daraus. Der Butterbrief also 1522 abgeschafft. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, bei den Menschen zuerst angekommen ist hier in unserer Gegend. Dass dort im fernen Wittenberg jemand war, der von einem Gott erzählt hat, der nicht peinlich genau darauf achtet, was wir Menschen für Fehler machen, sondern der uns Menschen mit Liebe anschaut. Und der uns auch etwas Gutes gönnt. Der uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Damals Ziegenmilch und heute auch manches anderes. Luther und die Butter. Reformation und Ablasshandel, das hört sich immer so hochtrabend an. Aber was so hier in dieser Gegend damals sich wirklich verändert hat, das war etwas sehr Greifbares. Nicht mehr die Angst, dass ein Gott mich straft, wenn doch ein paar Tropfen Ziegenmilch in den Mund der Kinder wandern, sondern die Freude daran, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint, der uns Gutes gönnt. Die Ziegenmilch, die Butter, den Joghurt, das, was wir essen können. Dass wir trotzdem mit Bedacht und auch im Blick auf die Schöpfung, auf das Schauen, was wir essen, das ist natürlich klar. Und wenn jemand sich entscheidet, vegan zu leben, nicht nur in der Fastenzeit, sondern das ganze Jahr über, das ist natürlich auch wunderbar, weil man eben auch die Milch ja ersetzen kann. Aber die Menschen damals haben in dem, was Luther über die Butter gesagt hat, einen Gott entdeckt, der sie gern hat und der ihnen auch das Gute gönnt. Also freuen Sie sich in der Woche nach dem Reformationstag an Luther und der Butter. Bleiben Sie behütet. Sei behütet, sei behütet auf deinen Wegen, wohin du gehst. Sei behütet, voll Vertrauen, Gott ist bei dir alle Zeit.